Liebe Brüder und Schwestern, Jesus ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Und diese Wirklichkeit, sie wird uns offenbar besonders in der Bergpredigt Jesu, die heute fortgesetzt wird in den Antithesen. Ich aber sage euch, Herr Jesus verkündet sein neues Gesetz, aber es ist kein neues Gesetz, sondern es ist eigentlich nur ein Aufmerksammachen, ein Offenbarmachen dessen, was der Kern, ja der Brennpunkt des Gesetzes ist. Gott geht es nicht so sehr um Äußerlichkeiten, um die Erfüllung von Buchstaben. Er möchte, dass wir sozusagen diesen Geist des Gesetzes, diesen Geist der Gebote erkennen, uns zu eigen machen und mit allen Kräften danach streben, dieses Gesetz, diese Gebote Gottes zu halten. Ja, Gott schenkt uns immer wieder neu seinen Geist. Er erfüllt seine Verheißungen, die Verheißungen der Propheten, besonders jene Verheißung aus dem Buch des Propheten Ezechiel, wo Gott verspricht, ich schenke euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust. Ich gebe euch ein Herz von Fleisch. Ja, ich gieße reines Wasser über euch aus. Ich lege meinen Geist in euch hinein, damit ihr meine Gebote haltet und meine Gesetze erfüllt. Ja, nur in dieser Kraft des Geistes Gottes können wir diese Gebote Gottes wirklich halten. Können wir erfüllen, was Gott uns aufgetragen hat? Können wir verstehen, was Jesus uns sagen möchte? Schon im Alten Testament gab es dieses Doppelgebot, das nach wie vor Gültigkeit hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses Schema Israel, höre Israel, ja hinhören auf das Wort Gottes. Letztlich ist es das, was Jesus mitteilen möchte, auf das der Herr wieder neu mit seinem Wort aufmerksam machen möchte. Liebe Gott den Herrn aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, diene ihm mit all deinen Kräften, mit all deinen Fähigkeiten. Ja, halte, was der Herr geboten hat. Halte seine Gebote und du wirst leben. Ja, es ist immer eine Entscheidung zwischen Leben und Tod letztlich, vor der wir gestellt sind. Ja, Leben und Tod sind vor uns und was wir wünschen, ja, was wir wollen, das wird uns zuteil. So heißt es auch heute in der ersten Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. Es ist unsere Entscheidung letztlich, was wir erhalten, wohin wir gehen. Jesus ist unser Retter und Erlöser. Wir dürfen an ihn glauben. In ihm offenbart sich die verborgene Weisheit Gottes, wie der Apostel Paulus sagt. Es ist nicht Weisheit der Welt. Es ist diese Weisheit, die der Geist Gottes uns schenkt, mit der er uns erfüllt. Und wir erkennen in diesem Kreuz des Herrn, in seinem Leiden und Sterben, nicht die Niederlage, nicht das Ende, sondern den Anfang des neuen Lebens, ja die Auferstehung für uns, weil wir Vergebung der Sünden empfangen haben. Durch Jesus, durch seine Menschwerdung, durch seinen Opfertod für uns. Ja, so können wir diese Gebote Gottes aus ganzem Herzen halten. Wir achten nicht nur darauf, dass wir äußerlich etwas erfüllen, sondern dass wir unseren Nächsten wirklich mit Liebe,
mit Güte, mit Barmherzigkeit und Wohlwollen begegnen, mit Versöhnungsbereitschaft, weil wir alle vor Gott arme Schuldner, arme Sünder sind. Ja, der Herr reinigt unser Herz. Durch Jesus schenkt uns der Vater wirklich die Erfüllung seines Versprechens. Er schenkt uns ein neues Herz. Er erfüllt uns mit seinem Geist, damit wir wirklich als Kinder Gottes leben, als Söhne und Töchter des einen Vaters im Himmel. Ja, Jesus ist nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen, um uns sozusagen die inneren Augen zu öffnen. Ich denke, auch das wollte Papst Franziskus mit seinem Schreiben Amoris Laetitia, das bei manchen Menschen sehr viel Unverständnis, Verwirrung und Unsicherheit ausgelöst hat. Ja, dieses Schreiben soll nicht das Sakrament der Ehe aufweichen, soll nicht die Unauflöslichkeit der Ehe in Frage stellen. Nein, keineswegs. Es geht nicht darum, ein göttliches Gebot aufzuheben oder zu relativieren. Nein, es geht um den Sinn, um den Kern, den Geist, das Wesen des Gebotes. Denn Gott liebt jeden ganz persönlich. Er kennt jede Lebensgeschichte, jeden Einzelnen von uns. Er weiß um unsere inneren Verletzungen, Verwundungen. Und immer ist die Barmherzigkeit größer als alle Schuld, als all unser Versagen. Ich denke, gerade das möchte Gott uns auch durch dieses Schreiben sagen, durch Papst Franziskus, der so leidenschaftlich diese Barmherzigkeit Gottes verkündet, uns einlädt, auf sie, auf dieses Erbarmen Gottes zu vertrauen. Nicht damit wir weiter sündigen, damit wir gedankenlos so dahinleben und meinen, wir müssten nicht umkehren und uns ändern, sondern damit wir Mut und Kraft finden, auch wenn wir vielleicht durch manche Sünde am Boden liegen, immer wieder neu aufzustehen, nicht den Mut zu verlieren, sondern weiterzugehen, weil der Herr mit uns ist. Ja, die Gebote und Gesetze Gottes, man kann sie vielleicht auch vergleichen mit Begrenzungsstangen im Winter, eine verschneite Fahrbahn, eine dicht, tief verschneite Straße. Man weiß nicht, wo es entlang geht. Die Begrenzungsstangen sind diese Gebote für uns, damit wir nicht von der Straße abkommen, damit wir den richtigen Weg finden, damit wir nicht im Straßengraben landen. Ja, es sind diese Begrenzungspflöcke oder vielleicht, wenn wir Skifahren gehen, sind diese Gebote Gottes ja wie die Torstangen für einen Rennläufer vielleicht. Ein Rennläufer muss die Torstangen nehmen, sonst scheidet er aus. Auch das ist ein Bild für das Wort Gottes, für seine Weisungen. Wir sollen diese Gesetze Gottes einhalten. Und sie sind so ähnlich wie die Gesetze der Natur, der Physik. Niemand würde auf die Idee kommen, mit seinen Skien bergauf fahren zu wollen. Jeder weiß, man kann nur bergab fahren. Und jeder weiß, dass es in der Natur Fliehkräfte gibt, die Kräfte der Schwerkraft. Auch sie muss man beachten. Und wenn der Skirennläufer zu schnell fährt, diese Gesetzmäßigkeit nicht beachtet, ja, dann fliegt er hinaus aus der Piste, aus der Rennstrecke. Ja, wenn wir einmal hinausfliegen, sozusagen durch unsere Sünden, von dieser Strecke abkommen und das Ziel aus den Augen verlieren, dann haben wir trotzdem Zuversicht. Denn Gott ist barmherzig und seine Barmherzigkeit ist so bildlich gesprochen wie das Fangnetz auf der Skipiste. Der Herr fängt uns immer wieder auf, damit wir keinen Schaden nehmen. Denn er liebt uns mit einer unendlichen Liebe, die wir nicht fassen und begreifen können. Ja, der Herr schenkt uns sein Erbarmen. Er trägt uns in seinen Händen
Er fängt uns auf, er richtet uns auf, er schenkt uns immer wieder neu seinen Geist der Weisheit. So dürfen wir ihm voll Freude nachfolgen. So sollen auch wir Zeugen sein für das Erbarmen Gottes, für seine Gnade, ja für die Güte und Liebe des Vaters, die offenbar wird in seinem Sohn Jesus. Amen.